Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die SIA mitgebracht. Die SIA ist die Pistole von War und wenn wir uns die Stats anschauen, ich kann euch direkt schon mal was sagen, wir modden diese Waffe nicht auf Crit, also das wäre jetzt vielleicht nicht optimal. Aber alles in allem schön ausbalanciert, also 28,3 von jedem Typ, 10% Statuschance, damit lässt sich arbeiten. Wenn wir die Waffe gemoddet haben, sieht das dann ungefähr so aus, wir haben 50,1% Statuschance und je nachdem welchen Elementartyp wir drin haben, haben wir 2285. Bis 2923 Schaden. Wobei man theoretisch auch noch einen Elementarmod reinmachen könnte, würde ich euch aber nicht empfehlen. Ich persönlich tendiere hier zu ruhiger Hand, aber wir können genauso gut auch Augepakt reinmachen. Oder halt einen anderen Elementarmod. Die anderen Mods, die ich drin habe, Laufstreuung, Hornissenstich, tödlicher Schwall, Ruck, Pistolenpestilenz, Pathogenprojektile, Zuckung. Warum habe ich ruhige Hand drin? Aus dem ganz einfachen Grund, wir haben eine schöne Feuerrate, wenn wir Dauerfeuer machen, geht mein Projektil beim Dauerfeuer fast genau dahin, wo ich hinziele. Also wenn ich die maximale Feuerrate ausnutze. Ich drifte jetzt nur minimals nach oben ab. Wenn ich jetzt aber den anderen Mod reinmache, sagen wir diesen Augepakt, dann drifte ich doch schon ein gutes Stück nach oben ab und generell der Rückstoß ist um einiges härter. Von daher, ich bevorzuge ruhige Hand, aber es hängt halt damit zusammen, wie groß die Entfernung ist, wie schnell wir schießen wollen und wie hoch das Gegnerlevel ist. Sag ich mal, Gegnerlevel 20, 30, wo ich alle Gegner one-hitte, ist uns das vollkommen egal. Kann ich euch gerade mal zeigen. Da kann der Rückstoß jetzt auch noch so groß sein, wenn wir nur einen Schuss machen, ist uns das, wie gesagt, vollkommen gleichgültig. Ich glaube sogar die Level 150er Trash-Gegner waren auch noch One-Hit gewesen. Nein, waren sie nicht. Also zum Beispiel hier könnte ich jetzt nicht mehr so schnell schießen. Und deshalb bevorzuge ich einfach ruhige Hand, weil dadurch steigt auch meine komplette Feuerrate und dadurch auch der Killspeed an. Weil ganz im Ernst, was interessiert es uns, wenn wir 10% weniger Damage machen, dafür aber 40% schneller schießen können? Ja, ganz im Ernst, schaut euch das an. Da liegen doch Welten dazwischen vom Gameplay. Level 150 würde ich diese Waffe aber natürlich gar nicht erst benutzen. Für mich persönlich Schluss bei Gegnerlevel 90. 80 bis 90. Ich mache jetzt 100, aber naja. Problem ist halt die super lange Nachladezeit, unter anderem. Aber ganz im Ernst, wir können nicht so viel von der Waffe erwarten, die man direkt auf Merkur bekommt vom Boss. Aber es ist halt eine gute Waffe für den Anfang, auf jeden Fall. Nicht vergessen, Korrosionsdamage drin, nicht gut gegen Korpus, aber es funktioniert noch. Aber ich denke mal, ihr versteht es, warum ich euch nicht das Ganze direkt gegen Level 150 gezeigt habe. Einfach weil es keinen Sinn gemacht hätte.
Okay, das bräuchte ich jetzt eigentlich nicht mehr zu zeigen. Also ihr seht, Level 100 könnte man noch machen, aber muss nicht sein, oder? Reduzieren wir es mal auf Gegner Level 80. Und ich habe ja gesagt, das wäre meine oberste Grenze. Der Zoom ist halt eben ziemlich geil von dieser Waffe. Beim Heavy Gunner funktioniert sogar ganz gut, weil er sogar anfällig ist gegen Korrosionsschaden. Gut, viel mehr möchte ich euch zur Serie jetzt auch gar nicht zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.